Darum geht's heute. Apfel, Äpple. So, hier passiert's mit der Äpple. Hier riecht's gut. Das kann man jetzt leider im Film nicht festhalten. Aber wenn man sieht, was hier passiert, ihr seid böse am Fressen. Was für Äpple sind das jetzt? Wiesbaden. Ja, das geht auch, oder? Hallo, Prost. Zum Wohl. Prost. Ja, liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, ich setze meine Reihe fort. Interessante Häuser mit interessanten Menschen. Und wir sind heute mitten im Rüsselsheim. Wir können sozusagen zum Rathaus hinspucken. Das Gebäude kennen garantiert hier viele Leute. Das Gebäude hinter uns, das schöne alte Fachwerkhaus. Und hier wohnt und arbeitet Lothar Hartmann. Und es hat mit Folgendem zu tun. Ich muss eigentlich nur das hier hochhalten. Es geht um Äpple, wie der Hesse sagt, gell? Aber dazu kommen wir gleich. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem schönen Gebäude hier. Was kann man denn zu diesem schönen alten Fachwerkhaus sagen? Ah ja, das ist aus Familienbesitz. Ja. Und ich glaube, mein Urgroßvater hat es mal irgendwie gekauft oder geheiratet oder was, ne? Ja. Genau weiß ich nicht. Der kam aus Königstätte daher. Ich glaube, der hatte ja geheiratet, ne? Und das ist jetzt meines Wissens 420 Jahre alt, also um 16 Jahre alt, ja, als gebaut soll. Hat wahrscheinlich, oh, stimmt da gut. Ja, und der, jetzt hat wahrscheinlich mal zu dem Frankfurter oder Mainzer Hof gehört. Aha, also geschichtsträchtig, muss ja, man sagen, ja. Der hat eigentlich hier gestanden, die Dammgasse, das war ja ganz schmal Gässchen, ne? Ja. Und vermutlich war das so das Gesindehaus zu dem großen Fachwerk, also Bauernhof. Ja. Ne? Also der alte Teil ist ja ganz schmal, gell? Ja. Also da haben jetzt nicht die ganz Reiche gewohnt, sagen wir es mal so. Genau, ja, das, ja. Das Haus von der Reiche ist auch abgerissen. Ja. Und der Eckposte, der steht im Museum. Ach ja, ja, wunderbar. Ja, wieder was dazugelernt, ja. Also sehr interessant, also Familienstück hier. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem, was hier passiert in diesem Haus. Da passiert sehr, sehr viel und das alles hat mit dem Apfel zu tun. Vielleicht erstmal die persönliche Beziehung zum Apfel, zum Äppler, zum Keltern. Wie ist das so gewachsen? Ah ja, gekeltert worden ist schon immer hier. Ne? Ja. Und früher sind wir auch in die Lohnkälterei gegangen, zum Bayerle, in die Alt-Kerschgasse oder wie hieß er, der Anne da draus, am Sonnenwerk da war noch eine. Ne? Ja. Und das hat eben die Kopfflasche und alles da rumhantiert und so. Ne? Und dann später dann die Kunststofftanks und ja, da muss man also ein Dresden noch mit haben nehmen und so Sachen. Ne? Und das war also immer mal zu Erlebnis und so. Ne? Ich habe hier noch ein Foto, da, wo ich als ganz kleiner Bub da mit 7, 8 Jahren an der Presse hockt und Gläschen drunter halten. Ja. Und also mit dem Apfel groß geworden sozusagen. Ja. Und der steckt auch in der ganzen Familie so drin. Ja. Und das ist ja toll. Ja. Mein Vater stammt aus dem Odenwald, dass ich mir in den Odenwald gefahren habe, dann Äpfel geholt. Ne? Und ja, war immer so Evente im Herbst. Ne? Mhm. Und das ist ja auch jetzt hier hauptamtlich sozusagen, also das ist hier eine Firma, ja, muss man ja mal sagen, also man kann davon leben, das ist möglich. Ja, reich war nicht, aber ja. Man konnte sich mehr Wasser halten. Ne? Also es ist ja auch ein Produkt, das ist ja was typisch Hessisches, ne? Der Äppler wird hier hergestellt. Ja. Einfach mal so ein bisschen beschreiben, wie sieht das aus mit der Kundschaft, wie läuft das hier so mit den Äpfeln, woher kommen die, was sind das für Äpfel? Naja, einen Teil habe ich selber. Ich habe 7000 Quadratmeter Obstwiese. Aha. Rund um Rüsselsheim oder? Na, da nur in Richtung Bischum da. Richtung Bischum, okay. Ja. Und dann ein Kind Stehre noch mal. Aha. Ich mal Handtuch. Ja. 2000 Quadratmeter, ne? Auch die berühmte Streuobstwiese, ja, okay. Ja. Aha. Und was wächst du für einen Apfel? Was sind das für Äpfel? Unterschiedliche alte Sorte alles, ne? Okay. Ja. Und ich habe auch nur alte Sorte gepflanzt, ne? So robuste, ne? Ja. Und die wurde auch die Transporte aushalten da, ne, ja, richtig genug Säure haben für einen Äppelwein. Ne. Das ist ja wichtig, ja genau. Aus Tafelobst, da kann man ja keinen gescheiten Äppelwein machen. Ne. Das ist auch ganz wichtig, das muss man mal sagen. Also nicht jeder darf jetzt denken, aus jedem Apfel kann man das machen, sondern das bedarf besondere Äpfel. Schön säuerlich, ja, so die berühmte Klane, ja, saure, ja, ja. Aha, okay. Aber viel wird auch angeliefert. Ja. Mhm. Und das ist heute das Lohnkeltern, ne? Ja. Das sind zwei Kerle aus Wiesbaden und die haben
ist dann oben die Rolle gebrochen mit den Äpfeln, ne, und halt kriegen sie alles zu Saft gemacht. Ne. Aha. Und wie viel jetzt mal so als Beispiel heute, was wird heute so verarbeitet? Wie viel Äpfel sind das? Wie ja, das waren jetzt 2 Tonnen und dann kommen noch immer, ich glaube, 8 Cent ne, oder was aus Wallerstädte. Das war ungefähr halt. Ne. Also eine Tonne Äpfel, wie viel Saft kommt denn da raus? Also man sagt 2 Drittel Saft, 1 Drittel Reste, ne? Ah, okay. Ja. Und das ist so 3 Zentner hier, 100 Liter, ne? Formel, ne? Aber der Dresdner wird ja auch verwertet, haben wir gerade vorhin drüber gesprochen, der wird auch gerne genommen, gell? Ja. Als Viehfutter, glaube ich, gell? Viehfutter und doofes Wild, ne? Ja. Und ja, der hat wie gesagt so Wildgehege da und da kann er die ganze in dieser Windsäule mit füttern. Die herrscht und alles, was er hat. Jetzt mal für den Laie, der gar keine Vorstellung hat. Wie ist der Arbeitsvorgang? Wie wird, sagen wir mal, Apfelsaft hergestellt? Ja, es müssen wir die Äpfel wachsen. Ja, das ist klar. Ja, ja. Dann kommen sie hierher. Ja. Kommen sie daher und dann werden sie gewaschen, gemahlen. Mhm. Schon aussortiert am Anfang? Das sind ja immer beim Wäsche werden sie da. Beim Wäsche werden aussortiert, die Faule. Ja? Dann ja immer der Kisteweise, der Sackweise neu und dann kommen immer gucken, da fahren oder was dabei raus mit. Ne? Wie viel Prozent Ausschuss ist so dabei im Durchschnitt, kann man das sagen? Aber das kommt ganz auf die Leute, die hoch liefern. Ne? Okay. Da kommen Leute, die haben sie schon eine Woche in der Sack stehen, in der Sonne oder was. Ja, dann ist natürlich nichts. Die Hälfte vor Fahrt schmeißen. Aha. Also es geht bis zu 50% Ausschuss. Das kann passieren, ja. Ja. Was ist so normal? 20% oder was? So, ja? Oder so. So, okay. Ja. Aha, okay. Und das sind jetzt noch gerade 2%. Das sind Astra Apple. Das sind super Apple, die wir jetzt gerade haben. Ja, ja. Okay. Ja. Jetzt sind da hochmoderne Maschinen, haben wir vorhin gesehen. Ja. So oder sind die gar nicht? Die sehen so aus, sind gut gepflegt. Die sind zwar 10 Jahre alt, was überhaupt kein Alter für so ein Ding ist. Ne? Mhm. Aber das ist noch die klassische Packpresse, was ich gekauft habe. Ne? Okay. Was heißt das genau, Packpresse? Die Maische gepackt wird in die Tische und in die Lage. Ne? Ja. Das ist natürlich sehr arbeitsintensiv. Also es sieht aus wie groß Kuchenblech, wenn ich das mal so sagen darf. Gell? Ja. Ja. Und das macht halt kaum noch jemand. Heute kauft man so Siebbandpresse, ne? Und die laufen kontinuierlich. Da braucht man bloß vorne die Äpfel-Rinsefülle und hinten kommt der Dresdner raus und unten der Saft. Ne? Okay. Ja. Aber der Saft hat auch nichts für Äpfelboy, sag ich. Ne? Ah ja. Was ist da der Unterschied? Die Presse zu hat. Ja. Und die drücken wahrscheinlich die Kerne noch kaputt von den Äpfeln. Okay. Ne? Und außerdem muss das Siebband, das muss kontinuierlich gereinigt werden, dann muss ständig einen Hochdruckreiniger. Ne? Und halt, je wie weit man dem Wasser gibt, ne, desto dünner wird dann die Brühe, wo immer rauskommt. Ne? Jetzt nochmal die Frage, woran erkennt man eigentlich einen guten Apfelsaft und einen guten Apfelwein? Kann man das an irgendwas festmachen? Was erkennt man das? Oh ja, dass er schmeckt. Ja, aber es gibt ja bestimmt auch ein paar Qualitätskriterien, oder? Kann man das so sagen? Ach, da hätte ich jemanden, der wo das beschreiben kann. Das ist ein Äppelwoi-Sommelier aus Hofheim. Der kommt auch schon viele Jahre daher zum Keltern. Und, aber na, da war sich nichts drüber. Am einfachsten über den Geschmack gehen. Was schmecken muss er, fertig, ne? Ja, ja, ja. Und wir trinken ja immer bloß so die Reste von den Probierbeuteln, ne? Und da eben das ist ein Rest vom Abfülle, der ist ganz trieb, ne? Ja. Und der muss auch getrunken werden. Ja, klar. Da gehe ich drauf vorbei. Ja. So, was wird denn fortgeschippt? Ne? Was sind jetzt genau die Produkte, die hier hergestellt werden? Ah ja, hauptsächlich Äppelwein, Apfelsaft. Wie viel Prozent? Apfelwein macht das aus in der Produktion? Ungefähr? 70. 70 Prozent, okay. Ja. Apfel, Äpfel, ja. Und dann halt die Mischsäfte da noch. Ne? Mischsäfte, okay. Ja, ja, mit Aronia, Holunder und Cranberry und die Bärensäfte, die kaufst du natürlich zu, die kannst du da noch selber aufbauen. Ne? Ja, und, ja, okay. Und aber Äpfel und so Zeug, so weiter. Und die Kundschaft, wer kauft ein? Die Kundschaft, ja, der Äppelboy. Sind das eher Endverbraucher oder sind das eher Gastronome? Nein. Mittlerweile ausschließlich Endverbraucher. Ne? Ja, ja. Und die kommen da von alle Ecke. Und da sind auch so Exilhäuser dabei, wo in Ostfriesland mittlerweile wohnen. Und jetzt gucken sie da oben und träumen von Äppelboy und Rindswäsche. Die brauchen Heimatgefühl, da wird dann Äppel gekauft. Ja. Sehr gut, sehr gut. Wird auch exportiert? Geht es auch ins Ausland? Ja, durch Griechenland und. Ach ja. Ja, da hat John noch Mallorca oder da als Kofferraum voll gemacht. Auch nicht schlecht, ja. Jetzt kennen wir ja alle, muss man ehrlicherweise sagen, aus dem Supermarkt kann ja jeder seinen
Woikafe, sondern Apfelwoikafe. Ja. Wie ist das jetzt? Ist das eine große Konkurrenz? Kann man sich da halten im Wettbewerb mit den großen Herstellern, die da in Riesenmassen produzieren? Das ist für mich gar Konkurrenz. Das sind okay. halt auch nicht. Ne? Und ja. Die machen ihr Sache, ich mache meine Sache. Ne? Ja, okay. Ja. Also da gibt es schon auch Stammkunde, die sagen, ich will den hier haben und im Supermarkt kaufe ich das nicht. Ja, ja, klar. Ja. Da ist mal eine Frage, wo mir die hat gesagt, ich will mal einen Appleboy probieren, weil ich keinen Appleboy mehr trinke. Ne? Ja. Seitdem kommt es regelmäßig. Also ist geheilt. Sehr gut. Was ist eigentlich, jetzt gibt es Leute, die trinken gerne Apple, da gehört ja klassisch, gibt es auch klassische Gerichte dazu, da können wir sagen, da muss man jetzt Handkäse mit Musik dazu essen, das ja. ist klar. Selber, was isst man zum Apple? Was passt am besten, was isst man selber am liebsten dazu? Na ja, Rippchen mit Kraut oder sowas. Geht ne? gut, aber ja. Ich trinke den Appleboy zu jedem Essen, ne? Also ja. nichts Außergewöhnliches, das kann auch rumstehen, soll der was. Ja, ne? passt überall dazu. Überall dazu. Ja, ja. Wie ist das im Sommer? Geht da sehr viel mehr jetzt im Verkauf? Ja, als, ja. Okay, macht das einen Riesenunterschied? Ja, 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 das kann man schon sagen. Ja. Also im Winter, da kommen nur die Harte, ne? die mhm. 20 Jahre trinken, da merkt man schon. Und das Jahr war es auch wenig, wahrscheinlich wegen Corona, kein Feiern und nichts. Ne? Ja, ja, klar. Ja, wie ist das mit der Kundschaft? Ich sag mal so, ist das auch was für jüngere Leute? Es gibt ja viele Getränke, ja. die sind hip. Ja? Ja. Also, Apple, das ist ein alt eingebrachtes Getränk. Ja? Das, trinkt das auch die Jungen oder ist ja, das? Ja, ja, ja. Okay. Das hätte ich auch am Anfang gar nicht so erwartet, aber mhm. komischerweise, da kommen auch viele so Mitte 30 oder Mitte 20 auch. Ja, okay. Und das sieht bei denen auch wieder. Ne? Mhm. Wie ist das? Früher gab es ja bestimmt viele kleine Produzenten, ja, die das hergestellt haben, so wie Sie. Ja. Wie ist das heute? Gibt es da noch viele in der Region, die das machen? Nee. Das wird immer weniger. Nee. Ja? Und mit der Packpresse sowieso nicht. Ne? Ja, okay. Das macht einfach zu viel Arbeit wahrscheinlich. Ja, ja. Okay. Ja. Und desto weniger, die kommen teilweise von Heidelberg, teilweise Binge und auch nicht sogar von Köln. Ja, ja. Und die Frau dann vorher ist sonst die Packpresse noch. Ne? Also das ist schon ein bisschen Qualitätssymbol sozusagen, ja, Qualitätszeichen. Okay, Packpress, muss man wissen, okay? Also wenn einer irgendwo anders dann doch mal einen Apple haben will, dann muss er, hast du Packpress, ja. Sehr gut, okay. Also kommt auch bei jungen Leuten an, das Getränk, oh, das ist ja toll, ja. Und wie sind so die Perspektive? Gibt es schon die nächste Generation, die das macht, oder? Nee, wir haben keine Kinder, wir wussten nicht welche. Und was ich das nicht mehr machen, das ist hier Feierabend. Da ist hier, oh, das ist ja schade. Also hiermit ein Aufruf, ne? Wenn jemand das vielleicht machen will, die Geräte ist ja alles da, oder? Ja, klar. Würde sie das abgeben, oder? Ja, sicher. Ja, das ist doch mal toll. Ja. Sehr schön. Ja, da wünschen wir weiterhin viel Erfolg mit dem tollen Produkt. Wir haben es ja hier auch mal im Glas, also schmeckt sehr, sehr lecker, muss ich wirklich sagen. Ja, ja, wir müssen noch ein bisschen was schärfen, da müssen wir es mal ganz dünn machen. Ja. Ja, Lothar Hartmann, vielen Dank. Weiterhin viel Spaß. Und ich sage nochmal Prost. Ja? Prost. Trinken wir nochmal. Zum Wohl. Ja, das denke ich war ein interessanter Einblick in ein interessantes Produkt. Mitten in Rüsselsheim wird es hergestellt, in einem schönen alten Gebäude. Ich bedanke mich bei Lothar Hartmann für diesen schönen Termin. Bedanke mich bei Achim Weidner für die Technik. Nochmals zum Schluss, zum Wohl. Prost.